Das ist immer schwierig. Das läuft über das Vertrauen, gutes Arbeiten. Das soll aber nicht heißen, dass die Vorgänger nicht gut gearbeitet haben, sondern das ist immer ein Empfinden, das man ja selbst vorgibt dann auch. Und während einer Saison so als Quereinsteiger immer anzufangen, hat er immer erstmal was Negatives für sich, weil sonst hätte man den Trainer nicht entlassen oder beurlaubt. Aber auch da ist sicherlich gut gearbeitet worden. Es haben zum richtigen Zeitpunkt vielleicht das eine oder andere Ergebnisse nicht so sich eingestellt, wie man sich das gewünscht hat. Und da muss man sehr offen an die Sache rangehen, Vertrauen gewinnen. Und das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung und natürlich auch das Quäntchen Glück, dass die Mannschaft sicherlich in dem Spiel gegen Kaiserslautern und auch in Cottbus gehabt hat, dass sie sich erarbeitet hat, wo sie sehr leistungsbereit, eine große Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt hat, dass er das jetzt im Training mit einbringt, dann bin ich sicher, dann können sich auch wieder positive Ergebnisse auch auf eine längere Zukunft einstellen.